WDR 5. Neugier genügt. Wenn man sich den Flug- und auch Autoverkehr in diesen Zeiten ansieht, könnte man da glatt meinen, dass an jedem Tag Klimastreik ist. Ist es natürlich nicht. Und mehr oder weniger alle scharren ja auch mit den CO2-verseuchten Hufen und wollen ihre alte Mobilität zurück. Nun ist heute aber tatsächlich der Tag des globalen Klimastreiks. Zentrale Botschaft der Fridays for Future-Bewegung ist die Forderung nach 1,5 Grad Koalitionsverträgen. Also ein politisches Bekenntnis der Parteien, den Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad zu begrenzen. Im Superwahljahr 2021 wird damit ein Prüfstein für die Wählbarkeit von Parteien definiert. Bei WDR 5 ist jetzt Maya Göpel zu Gast. Sie ist Politökonomin und Transformationsforscherin. Ihre erfolgreichen Bücher sind wichtige Beiträge in der Debatte um Klima und Nachhaltigkeit. Seit letztem Jahr ist sie die wissenschaftliche Direktorin des The New Institute in Hamburg. Guten Morgen, Frau Göpel. Guten Morgen, Herr Koch. Corona, Klima und Superwahljahr. Wenn wir uns das mal als Dreieck vorstellen, in welcher Ecke steckt für Sie die größte Bedrohung? Die Bedrohung? Aber wir wollten doch eigentlich auf die Möglichkeiten schauen heute Morgen. Drehen Sie es nochmal um, ja. Also ja, im Prinzip ist ja, das sagen ja viele tatsächlich, die sich auch schon länger damit auseinandergesetzt haben, was es eigentlich an Veränderungen und Investitionen und Innovationen bräuchte in diesem Land und auch global, um Klimakrise insbesondere, aber eben auch weiteren Umweltkrisen, ja, im Grunde vorwegzukommen. Also dass wir vorher Infrastrukturen, vorher Mobilitätsstrukturen von dem fossilen Hufen runterholen, die Sie erwähnt haben, damit wir natürlich Bedürfnisse von Menschen weiter befriedigen können, ohne diese Krisen heraufzubeschwören. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir durch die Pandemie und die Lockdowns und das Aussetzen von vielen ökonomischen Aktivitäten sowieso viele politische Programme, Investitionen etc. anschieben müssen, um Stabilität zu gewährleisten und das dann so auszurichten, dass wir diese Transformation in der Art, wie wir die Dinge bereitstellen, wie wir die Bedürfnisbefriedigung der Menschen organisieren, das sollte eben konsequent zusammengedacht werden. Wird das aus Ihrer Sicht gemacht? Weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle, so was unser Mobilitätsverhalten sind, in so einer kleinen Schockstarre sind und nur darauf warten, dass wir endlich wieder wachgeküsst werden und wieder loslegen dürfen. Ist es so? Also ich meine, wir ist vielleicht ein anderes als Ihres, aber ich fand, der Verkauf von Fahrrädern ist durch die Decke gegangen. Es gibt 70% der Leute, die finden diesen Buchungswahn Richtung Mallorca eben nicht verständlich oder lehnen den ab. Das ist ja eine klassische Mehrheit eigentlich. Also wäre ich vorsichtig, wenn mir die sagen, wir warten alle. Wer ist denn dies Wir? Ne? Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, weil ich sehe ganz, ganz viel Bewegung in die andere Richtung. Und gerade die Kombination von Gesundheit und ökologisch positiverem Lebensstil ist ja sehr stark nach vorne gekommen. Also bei Konsummustern bis hin zu Lebensmitteln, Fleisch, Bewegung im Alltag, die ich ja durch eine andere Mobilität als immer nur hinter diesem Steuer zu sitzen und auf den Stau zu wettern, tatsächlich gleich mit angehen kann. Auch da gibt es Gott sei Dank viele Erkenntnisse darüber, wie ein sogenanntes Multisolving nennen wir das. Ne, viele Probleme gleichzeitig auch angegangen werden können, wenn wir uns einfach überlegen, wie wir die Dinge anders machen können. Ist diese Opferbereitschaft, die uns zurzeit abverlangt wird aufgrund der Pandemie, auch aus Ihrer Sicht vielleicht schon eine ganz gute Übung für so einen Mentalitätswandel? Das ist total spannend, weil ich fand das sehr eindrucksvoll und habe das irgendwann dann auch zitiert, wie eine klare Forderung aus der Klimabewegung, also Klimagerechtigkeitsbewegung insbesondere, war ja immer dieses, sich als eine Schicksalsgemeinschaft zu verstehen. Weil die CO2-Emissionen an einer Stelle der Welt und von einzelnen Personen eben natürlich eine Konsequenz mit sich bringen, die andere im Zweifel sogar viel stärker treffen als die Person, die sie verursacht hat. Das heißt, das Verursacherprinzip ist auch ein ganz wichtiges in den internationalen Verhandlungen und natürlich ein wichtiges, wenn wir über Freiheiten diskutieren. Und diese Idee, dass ich meine eigene Freiheit auch ein Stück weit daran orientiere, welchen Effekt sie auf die Freiheiten anderer hat, ist natürlich genau der positive Freiheitsbegriff von Kant und anderen Philosophen. Der wurde aber in dem Klima
Klimadebatten immer sofort als ja, moralische Keule und Verbot und so weiter abgewertet. Und unterschiedlichen Medien, in denen vorher eher Abwertung in der Richtung stattfand, ja, im Kontext Corona, genau das aufs Spiel. Zu sagen, vielleicht geht es mal darum, die eigene Genussorientierung, in dem Moment ging es ums Feiern etc., ein Stück weit zurückzustellen, damit nicht die Personen, die Risikopatienten sind und stärker getroffen werden von dem Virus, dann eben von steigenden Infektionszahlen belastet sind. Das ist eine ganz spannende Möglichkeit, Generationen zu versöhnen. Mhm. Was soll jetzt die jüngere Generation, die weniger von den Coronaviren attackiert wird, tun zum Erhalt der Lebensqualität von Älteren? Und umgekehrt können wir es dann aber auch genauso rumdrehen. Und das ist da auch ein Stück weit der Appell von den Fridays for Future. Deshalb ist das, finde ich, wenn wir das schaffen, als einen Generationendialog nach vorne zu bringen, anstatt als einen Generationenkampf, eine tolle Möglichkeit, Rechte, Verantwortlichkeiten einfach nochmal neu nachzudenken. In welcher Mentalität kann man das am besten machen? In welcher Kommunikationsform? Weil es sind ja alle doch zurzeit, ich sage jetzt mal wieder einfach alle oder die meisten, sind es tatsächlich recht wund und die Nerven liegen bei vielen doch recht dünnhäutig unter der Haut. Mhm. Was braucht es da aus Ihrer Sicht für eine Kommunikationsform, was für ein Klima? Das ist schön, dass Sie Klima auch in dem Kontext verwenden. Ich weiß gerade, ja. Ich habe schon auch das Gefühl, dass wir in einer verrückten Zeit, also ganz im Sinne des Wortes, es ist ja viel nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind, also verrückte Routinen, Selbstverständlichkeiten, dann eben auch etwas verrückte Diskursräume haben. Also, dass viel über Online immerhin noch Kommunikation stattfinden kann, ist einerseits positiv, aber wenn wir uns dann anschauen, wird ja auch darüber geschrieben und diskutiert, wie algorithmische Sortierungen etc. in sozialen Medien, aber auch dieses, ich finde es toll, wenn jemand mal jemand anders so richtig auf die Mütze haut, wie schnell es persönlich wird, wie schnell es überhaupt nichts mehr mit den Inhalten zu tun hat. Das ist schon kein sehr gesundes Klima, mal auch an die tieferen Gründe. Häufig sind es ja Ängste oder eben Identitäten, die berührt sind in diesen Fragen. Und die kann ich nur in einem sicheren Raum der Wertschätzung, der Anerkennung und der Suche nach dem Nächsten, anstatt einem Abwerten und Abfackeln für das Vergangene im Grunde genommen bekommen. Das heißt, die Zukunftsorientierung, das Wertschätzende, das Einladende, das Verbindende. Und das schaffe ich in der Regel wirklich nur, wenn ich sehr gut kuratierte Räume und oft ganz persönliche Begegnungen schaffen kann. Sie haben die Organisation Scientists for Future mitgegründet, damit einen klaren Standpunkt als Wissenschaftlerin zur Klimadebatte auch, die ja von Greta Thunberg sehr stark geprägt wird. Die ist meist wütend, fühlt sich abgehängt, missachtet und ist auch doch extrem moralisch in ihren Forderungen. Wie finden Sie diese Haltung? Ich finde die Haltung von Greta in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich. Also es muss man ja auch überlegen, welche von denen sehr stark nach außen getragen wird. Sie sucht ja auch ganz viele Gesprächsrunden, wo sie viel versucht auch zu verstehen. Und ein Satz, den sie mir gesagt hat mal indirekt, als wir an einer Veranstaltung waren, war genau dieses, ich habe schon noch Hoffnung, weil ich merke, wie wenig das Wissen, ob der Drastik der Klimaveränderung wirklich bei den Leuten angekommen ist. Das ist ja auch ein Potenzial, wenn wir noch mehr erklären und noch mehr erklären, dass sie vielleicht tatsächlich auch verstehen, warum wir hier mit dieser Vehemenz auf der Straße stehen. Also diesen Anteil hat sie durchaus in sich. Und damit hat sie es ja auch geschafft, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Anders wäre es ihr wahrscheinlich nicht gelungen in dieser Medien. Ganz genau. Sie hat ja einfach nur gesagt, Entschuldigung, also wenn ich diese Studien lese, dann habe ich das Gefühl, Alarm, wieso tut denn hier eigentlich keiner was? Und das ist ja erstmal der Impetus, den dann auch die Scientists for Future Bewegung unterstützt hat in dem Moment, also sich quasi Wissenschaft aus dem Elfenheim bewegt hat, in die öffentliche Diskussion selbst eingemischt hat, als das in Frage gestellt wurde. Als eigentlich gesagt wurde, naja, die Kinder wissen ja nicht so richtig, wovon die reden, die sollen mal zurück zur Schule gehen. Doch, die hatten die Studien aus der Wissenschaft gelesen und gesagt, wieso passiert denn dann nichts? So, und das ist natürlich genau das Zusammenspiel, was es, finde ich, braucht, was total legitim ist. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, wenn das der Wissensstand ist und es passiert nichts, dann ist es mein Recht und meine Pflicht vielleicht auch, das ist ja das Schöne an der Fridays for Future Bewegung, es ist ungleich vieler anderen Demonstrationen, nicht nur darum geht, für sich selbst mehr Lohn oder irgendwas rauszuholen, sondern insgesamt zu sagen, wir wollen eine Katastrophe,
die viele betrifft, nicht nur unsere Generation, jetzt schon in anderen Teilen der Erde ganz stark zuschlägt und insbesondere die Ärmsten trifft. Das heißt, sie wollen uns dazu bringen, eine Krise, wie wir sie jetzt in Corona auch erleben, abzuwenden und nicht nur sich selbst zu schützen. Hm. Und das geht mir wirklich manchmal einfach zu stark unter. Wenn wir uns dieses letzte verrückte, wie Sie es auch sagten, Jahr anschauen, dann war das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern auch eine absolute Berg- und Talfahrt. Also man war am Anfang sehr, sehr eng zusammen, hat jedes Wort genau übernommen und gab ein großes Vertrauen und einen großen Zusammenhalt auch. Aktuell sieht es anders aus. Ziemlich großer Vertrauensverlust, viele sind wütend, fühlen sich abgehängt, missachtet. Wie wirkt das ganz grundsätzlich auf die Bereitschaft der Menschen, sich auf Veränderungen einzulassen, sie mitzutragen, zu sagen, da mache ich jetzt mal mit? Also viel in der Forschung ist einmal ganz wichtig, natürlich wirklich möglichst interessenbefreit die Sachverhalte darzulegen. Also das ist wirklich wichtig zu sagen, es gibt einige Studien, die sind unabhängiger entstanden als andere Studien. Und im Idealfall, wenn wir bei transdisziplinärer Wissenschaft, sprich Wissenschaft mit Akteurinnen in der Gesellschaft gemeinsam Probleme lösen, ist die Rolle der WissenschaftlerInnen eben ohne ein Interesse an der exakten Ergebnissen, die rauskommen, einfach die Evidenzbasis und die möglichen Pfade aufzuzeigen. Und das ist auch der Unterschied zwischen Aktivismus und Wissenschaft. Im Aktivismus kann ich eine klare normative Präferenz für einen bestimmten Pfad artikulieren. Wenn ich in der Wissenschaft sage, wenn die Gesellschaft zum Beispiel ein 1,5-Grad-Ziel für sich vereinbart hat und in Paris unterschrieben hat, wir wollen deutlich unter 2 Grad bleiben, dann müsste aus den Hochrechnungen von vorherigen Trends etc. ungefähr gemacht werden. Und dann kann ich natürlich auch abgleichen, ob die Maßnahmen das überhaupt erreichen können. Aber das ist eben die wissenschaftliche Position darin. Und dann brauchen wir sowas wie, die Betroffenen müssten beteiligt werden. Also in ganz, ganz vielen Prozessen sehen wir das. Diejenigen, die dann die Veränderung A umsetzen sollten, das haben wir jetzt bei den Hausärzten ja auch gehabt, möglichst früh mit an den Tisch zu bringen. Die Kohlearbeiterin möglichst früh mit an den Tisch zu bringen. Aber auch die Kommunen, in denen Kohle ein ganz wichtiger Bestandteil war, ihrer Existenz, ihrer Identität, ihrer Einkommensstrukturen, mit zu involvieren, zu sagen, was kommt als nächstes. Also die Betroffenen zu Gestaltenden zu machen und früh anzufangen. Das wäre für mich der dritte Punkt. Anstatt bis zum letzten Moment diesen Abwehrkampf zu führen, und das ist, glaube ich, das, was viele sehr ärgert. Wir wussten die zweite Welle, eventuell eine dritte Welle, und dann ist natürlich die Frage, wo sind die Bildungspläne, wo sind die Impfpläne etc. Warum sind die nicht entstanden unter der Partizipation der Betroffenen, die dann auch eine Umsetzung eben gestalten könnten? Und ich denke, dass das für mich die drei großen Lerneffekte sind. Wissenschaft von Interessensvertretung befreien, frühzeitig die Betroffenen und Umsetzenden involvieren und vor allem frühzeitig auf das vorbereiten, wann dem die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, aber sehr groß ist. Große Herausforderung für das politische Personal in Deutschland, die sich daraus ergeben. Maja Göpel, Politökonomin und Transformationsforscherin, wissenschaftliche Direktorin des New Institute in Hamburg. Darüber hätten wir jetzt auch noch sprechen müssen. Wir haben die Zeit aber nicht mehr. Heute am Tag des globalen Klimastreiks, sagen Sie uns noch kurz, was Sie im Homeoffice mit 2 Kindern in der Nähe von Berlin, was Ihr Beitrag ist, Maja Göpel. Ich werde ein paar Hintergrundtelefonate führen und dann heute Abend bei der Eröffnung von Update Deutschland teilnehmen. Und das ist für mich auch eine spannende Initiative, weil es da wirklich darum geht, BürgerInnen aus der ganzen Republik zu vernetzen, mit der Politik ins Gespräch zu bringen, zu sagen, wir lösen jetzt einfach mal ein paar von dem Problem. Beteiligung steht da im Vordergrund und ganz viele Ideen, die in der Gesellschaft längst da sind und schlummern. Also die Leute wollen. Ich glaube, das ist für mich die Botschaft von heute. Sagt Maja Göpel, zu Gast war sie bei WDR 5 Neue Genügt. Dankeschön dafür. Gruß nach Berlin. Tschüss. Tschüss, Herr Koch. WDR 5.